ein Mammutprojekt, Leute. Tränen, Blut, Durchhaltevermögen. Auch mal was durchziehen, ja? Nicht immer nur labern. Das kann man dann perfekt. Ach, ich denke mal, spätestens Weihnachten kann ich einziehen. Ich habe mir eine kleine Minispitzhacke gekauft. Hey Leute, ich bin's Fritz. Es geht endlich weiter und zwar ein neues Bushcraft Camp wird kommen. Und zwar genau hier. Aktuell ist noch nichts da. Ich würde sagen, wir legen los. Lasst euch überraschen. Los geht's. You never guess the places that I've been. You never guess the places that I've been. 'Cause everything is like a dream, yeah. Die Grundfläche steht. Hier haben wir eine Länge von 3,5 Metern mal 2,5 Meter. Hier vorne an die kürzere Seite kommt dann der Eingangsbereich. Und auf der gegenüberliegenden Seite will ich hier später ein Bett hinbauen. Ich versuche die Sache diesmal ein bisschen professioneller anzugehen. Wichtig im Vordergrund, es dürfen nur natürliche Materialien verwendet werden zum Bau. Das ist so ein bisschen mein Ziel. Keine Plane, kein Paracord oder sowas. Aber ich habe mir auf jeden Fall ein paar stärkere Werkzeuge diesmal mitgebracht. Spaten, Eimer und sowas in die Richtung. Aber natürlich will ich auch keine elektrischen Werkzeuge verwenden. Und da das Ganze ja ein Grubenhaus werden soll, muss diese Fläche jetzt 1 Meter tief ausgeschachtet werden. Ich denke mal, ich bin so in 4 Wochen durch. Oh, der erste Spatenstich, das war symbolisch der Projektbeginn. Leute, mega anstrengend. Die Besonderheit bei dem Projekt wird natürlich auch sein, dass das Ganze freistehend ist. Also meistens sieht man ja so Bushcraft-Camps, die dann irgendwie an Bäumen angebracht sind oder so zwischen Bäumen ein Konstrukt. Und ich will wirklich was bauen, das komplett alleine auf einer leeren Fläche steht. Wer weiß, vielleicht wird es auch kein Grubenhaus, sondern ein Bunker. Wichtige Ansage an dieser Stelle, da immer wieder Fragen dazu kamen. Ihr braucht für so ein Projekt natürlich eine Genehmigung. Sturm is coming oder was? Alter, jetzt geht's hier aber gut ab, du. Leute, ich glaube, ich sollte mal irgendwie einen Tarp oder sowas aufbauen. So, falls der Regen wirklich kommen sollte, habe ich einen kleinen Notschelter. Kann ich Ausrüstung schnell runterpacken und bin wettergeschützt. Der erste Graben drumherum ist fertig. Jetzt wird gleich nach und nach die Mitte ausgehoben. Und ich kann erstmal die Außenbegrenzung wieder abmachen, weil die Linie ist ja gesteckt. Oh, wow, 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 es zieht sich immer mehr zu, Leute. Die ersten Regentropfen kommen runter. Ich habe die Tage schon mal einen kleinen Test gemacht, wie ich den Verbindungsmechanismus bauen möchte. Wird das das Teil sein, was in den Boden reinkommt? Und das wird so eine Art Dachbalken. Seht ihr, da ist ein Schlitz drin, aber auch hier unten nochmal ausgekantet. Und das kann man dann perfekt aufeinander machen. Das wird so die Hauptsteckverbindung, mit der ich die ganze Konstruktion bauen möchte. Also nicht, wie man es sonst kennt, einfach irgendwie ran und dann ein bisschen Paracord oder Schnur drumherum. Das war gestern, Leute. Wir müssen next level. Und das sind so richtig krasse Steckverbindungen, wie damals bei den Wikingern. Aber es ist einfach eine extrem stabile Konstruktion, ohne dass ich irgendwas bewegen kann oder weg kann. Wie seht ihr im Hintergrund? Was sind das? Vielleicht 10 cm? Ich glaube, ich brauche da echt 4 Wochen für. Echt? Das ist ein Mammutprojekt, Leute. Wenn das Loch da ist, ne, soll jetzt hier nicht einfach nur so ein kleines Dach rüber, sondern da kommt ein richtiges Haus drauf. Das wird immer mal hier so hoch. Ach, ich denke mal, spätestens Weihnachten kann ich einziehen.
Puh! Das ist quasi hier mein Probeloch. Pass mal auf, hier oben, ne, entspannte Schicht, wirst du noch rasen. Ging gut ab. Dann kam eine Schicht Erde. Ab hier wurde es richtig mies. Hier kam Lehm. Lehm, 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 richtig harter Lehm. Und ab hier, seht ihr diese schwarzen Striche? Kam eine Schicht Lehm mit irgendwelchen Sachen drin. Und jetzt bin ich an der Schicht, das ist dieses kleine Loch. Für dieses kleine Loch hier, die Handfläche, habe ich gute 20 Minuten gebraucht. Hier ist so weißer Stein mit drin, so weißer Staub, vielleicht Kalk oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Das ist knüppelhart wie Zement. Das mache ich seit gefühlten 30 Minuten. Und dann freut man sich, wenn mal so ein Klumpen rauskommt. Das ist dann ein Highlight, Leute. Aber Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut. Ja, und auch die Pyramiden und die Sphinx und der Mount Everest. Das ging nicht von heute auf morgen. Viel Arbeit, viel Schweiß, Tränen, Blut, Zeit, Energie, Motivation, Durchhaltevermögen. Das hat was auch mit Ehre zu tun. Auch mal was durchziehen, ja, nicht immer nur labern. Ey, ich schwöre euch, ich treffe hier gleich auf einen Dino oder sowas. Ihr seht selbst, die Sonne steht schon tiefer, deswegen würde ich sagen, sehen wir uns morgen. Tag 2. Nein, nicht ganz Tag 2, sondern Tag 3 haben wir schon. Denn ich habe am zweiten Tag meine SD-Karte vergessen. Aber ihr seht, ich habe hier an der Mitte schon richtig viel abgetragen und ich habe auch dieses Loch schon erweitert. Also nicht viel verpasst. Außer natürlich ein wunderschönes neues Werkzeug. Ich habe es auf Instagram euch schon vorgestellt gehabt. Yes, Leute, genau sowas habe ich gesucht. Neue Projekte erfordern auch neue Werkzeuge. Ich hätte gern 2 Roggenbrötchen, eine Spitzhacke und mein Paket von der Post. Ja, das ist so die klassische Bestellung, die man einfach jeden Tag aufgibt. Ich habe mir eine kleine Mini-Spitzhacke gekauft, denn der Boden ist sehr lehmhaltig und richtig hart teilweise. Und damit geht das ohne Probleme. Der erste natürliche Grubenhausbewohner. Mama told me, girl, don't you see? There ain't nobody gonna take from me. Daddy said to live your life, rolling hard down on your price. You got to give all your heart if you want to. You got to give all your heart if you want to. You got to give all your heart if you want to. Be set free. Leute, schreibt übrigens mal in die Kommentare, was ihr euch alles so für das Grubenhaus wünscht. Also was soll ich hier alles mal ausprobieren, alles mal testen, was soll hier rein, was soll außen rum. Schreibt's rein. Das kannst du keinem erzählen, dass ich hier seit 3 Tagen von früh bis abends an diesem Loch buddel. Feierabend, Tag 3 geht zu Ende. Ich bin ziemlich am Arsch. Ihr seht, ich habe auch nicht was geschafft. Hinten ist noch ein kleiner Streifen übrig und den machen wir morgen fertig. Tag 4 und so langsam werde ich ein bisschen ungeduldig und drehe durch. Heute wird die Grube fertig. Mir ist jetzt schon warm. Nee, eigentlich müsste man das so machen. In die Oberschenkel und dann... To us, all the pain you said didn't hurt, the fear you left behind. All the brave I said I was, the full confessions to figure out. Leute, es ist vollbracht. 4 Tage für dieses wunderschöne
Loch. Oh. Das kann ich natürlich nicht auf mir sitzen lassen und werde die Ecken noch mal ein bisschen anpassen. Und ich dachte, ich bin fertig. Na, 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 es ist vollbracht. 4 Tage komplett am Arsch. Das Ding ist mächtig gewaltig. Wenn ihr Bock auf mehr Videos vom Grubenhaus habt, dann ganz fetten Daumen nach oben. Nicht vergessen, in die Kommentare schreiben, was ich hier alles noch bauen soll. Und dann würde ich sagen, Kanal abonnieren, um kein weiteres Video zu verpassen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.